Hallo liebe Fotofreunde, heute geht es um HDR, High Definition Range. Das ist eine Belichtungsreihe aus mehreren Bildern, die dann am Computer mit geeigneter Software zusammengefügt werden. Ich mache das Ganze auf Affinity Photo und das werde ich euch dann in der Software zeigen. Die Kamera, die ich heute mit habe, ist die Lumix G9. Die ermöglicht mir, das gleich im Menü so einzustellen, dass ich eine Belichtungsreihe von 7 Aufnahmen mache, von der Blendenkorrektur minus 3 über minus 2, minus 1, 0 bis hin zu 1, 2 plus 3. Dann haben wir 7 Bilder, die dann in der Software zusammengefügt werden können. Das heißt, ich löse nur einmal aus am Auslöser und schon wird das Ganze abgespeichert. Und in dem Fall muss ich nicht einmal ein Stativ verwenden, weil wenn man das in der Kamera noch nicht einstellen kann, müsste ich die Kamera auf ein Stativ stellen, mit Selbstauslöser auslösen, dass ich nichts verwackle. Aber in dem Fall mit der Lumix G9 absolut kein Problem. Das heißt, ich muss nur noch, wenn schon alles eingestellt ist, die Kamera einschalten, kann natürlich auch mit dem Display arbeiten und löse einfach aus. Auch in diesem Fall ist es wichtig, immer mehrere Auslösungen vorzunehmen, um zu sehen, wie das dann mit dem Bild, mit dem Bildschnitt ist, mit dem goldenen Schnitt ist und ob man auch die richtige Perspektive erwischt. Und natürlich macht man auf diese Art und Weise sehr viele Fotos auf die Speicherkarte drauf. Und am Computer wird das Ganze dann auch noch natürlich gesichert, bevor man das Ganze dann bearbeitet und fertigstellt. Aber ihr werdet sehen, dass diese HDR-Aufnahmen einen riesigen Umfang von Tonwerttönen hat. Ja. Und das schaut dann teilweise dann auch so richtig künstlich aus. Aber es ist auch schön. Also ich muss zugeben, nicht immer gefällt es mir, aber man kann sagen, immer öfter. Ja, ich werde heute noch ein bisschen da herumgehen und einige HDRs schießen, um euch das Ganze dann in der Software vorführen zu können. Und mit Fernauslöser ist es ganz einfach dann ohne Verwacklung auszulösen. Aber zunächst muss man einmal hergehen und die Perspektive auswählen. Also rund ums Motiv gehen, schauen, wo die beste Perspektive ist, ob es vielleicht aus der Froschperspektive oder aus der Vogelperspektive besonders schön ist, das Motiv in das Bild zu rücken. Das heißt, immer dann, wenn man sich ganz viel bewegt beim Fotografieren, wird man auch besondere HDR-Bilder bekommen. Aber das gilt ja in der Fotografie eigentlich immer. Vor ein, zwei Wochen war ich genau in dieser Position und habe so ein Foto schon hier geschossen mit diesem Motiv. Und ich werde das jetzt quasi im Vergleich auf HDR-Modus noch einmal hier schießen. Das heißt, ich bin da ein bisschen nach unten gegangen in die Froschperspektive, geschaut, dass der Pavillon im goldenen Schnitt ist, ja. Und ich muss natürlich versuchen, hier in dem Fall die Kamera ganz ruhig zu halten und löse mit dem Daumen aus. Aber man kann das natürlich auch aus der Vogelperspektive ausprobieren. Allerdings wird es hier mit dem genauen Halten mit der Kamera ein bisschen schwieriger. Da nehme ich die zweite Hand dazu. Und noch sicherheitshalber
noch eine Auslösung, um später dann keine Probleme am PC zu haben. Ich mache das Ganze mit Affinity Photo und ich arbeite mit dieser Software schon einige Jahre und für mich ist das eine Software, die mir völlig den Photoshop ersetzt. Ist eigentlich für mich also im Prinzip ein ähnliches Werkzeug und ich muss da nicht immer die Abos bezahlen. Ich habe das einmal um ca. 50 Euro gekauft, diese Software, und arbeite seit, ich glaube, 5 oder 6 Jahren schon damit. Ja, also ich freue mich jetzt schon dann, die HDR-Fotos am Computer nachzubearbeiten und euch dann herzuzeigen. Und Wolfgang filmt mich auch nebenbei. Er testet hier die sogenannten Gimbals. Es gibt ja verschiedene. Ich habe auch eines in der Hand. Das ist das DJI Osmo Pocket Mark II. Und er filmt mich. Mit seinem iPhone und einem Gimbal für Smartphones. Und wir werden dann beide Aufnahmen mit ganz ruhigen Kamerafahrten erleben dürfen. Einfach ruhig in der Hand halten und die Kamerafahrt durchführen. Und wenn Affinity Photo geöffnet wurde, kann man im Menüdatei den Menüpunkt Neue HDR-Kombination auswählen, auf den Button Hinzufügen gehen, dann den richtigen Ordner wählen, wo sich die Fotos befinden, die Sequenz suchen. Ich möchte jetzt diese Statue auswählen. Es sind 7 Bilder in einer Sequenz. Öffne das Ganze. Muss dann auch noch einen Klick machen auf Geisterbilder automatisch entfernen. Das heißt, wenn sich da wer im Bild bewegt hätte oder eine Fliege durchgeflogen wäre, dann wird die automatisch entfernt. Okay. Und jetzt arbeite mein Rechner für sich ein sehr schneller Windows-Rechner ist und gleich wird man auch die Ventilatoren hören. Man kann sich nun zurücklehnen und abwarten. Es dauert aber nicht sehr lange. Kann dabei auch zuschauen, wie die einzelnen Teile zusammengefügt werden. Die Farb- und Tonwerte zugeordnet. Und schon ist das Ganze fix fertig. Man hat dann die Möglichkeit, auf der linken Seite des Bildschirms von natürlich über detailliert, über cool, hoher Kontrast oder auch dramatisch auszuwählen. Ich klicke jetzt eines an, das Bild wird jetzt so angezeigt, kann aber hier noch verändert werden, zum Beispiel die Belichtung heller gestellt werden oder der Schwarzpunkt ein bisschen heller gemacht werden. Lokale Kontraste können verstärkt oder verringert werden und die Tonkomprimierung kann auch ausgewählt werden. Wenn man damit fertig ist, klickt man links oben am Bildschirm auf Anwenden und schon ist das Bild fertig gerechnet. Ich gehe dann meistens noch her und ändere noch die Leuchtkraft. Bisschen verstärken und die Sättigung eventuell ein bisschen verringern, dass die Farben nicht zu schreiend sind. Zusammenlegen anklicken. Und ganz zum Schluss gebe ich meistens noch einen
Scharfzeichnungsfilter, nämlich den unscharf maskieren Filter darüber. Verändere den auch noch ein wenig. Verändere auch den Schwellenwert hier noch. Klicke auf Anwenden. Jetzt ist das Ganze noch ein wenig geschärft und ist dann wunderbar geeignet, um das Ganze im Internet zu publizieren oder auch auszudrucken. Man braucht dann nur mehr hergehen, das Ganze exportieren. Da hat man eine riesige Auswahl an Grafikdateien. Ich nehme jetzt ein JPEG, eine JPEG-Datei, kann hier die Qualität noch ändern, aber ich bin da immer mit 85 ganz gut gefahren und kann das Ganze dann exportieren. Namen vergeben, auf Speichern klicken und das Ganze ist fertig. Und wenn euch das heute gefallen hat, dann bitte ich, den Daumen nach oben zu geben, unten zu abonnieren, Glöckchen nicht vergessen und du wirst nichts mehr versäumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.